Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, ihr habt die Gasrechnung erhalten und ihr könnt sie nicht mehr bezahlen. Ihr könnt euch das Leben einfach nicht mehr leisten aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise und so weiter. Und jetzt haut die Gasrechnung eben rein und ja, sie übersteigt eventuell sogar noch euer Einkommen. So hoch sind ja manche geworden. Was kann man da jetzt tun? Das möchte ich euch einmal in diesem Video erklären und zeigen. Ja, das Erste, was man machen sollte, wenn man eine solche Gasrechnung erhält, man sollte die auf Richtigkeit prüfen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, da gibt es manchmal so ein paar Schwierigkeiten, weil verschiedene Maßeinheiten angegeben werden. Das Video habe ich euch hier an dieser Stelle einmal verlinkt. Da könnt ihr den Zählerstand mit der Gasrechnung hier vergleichen, ob das auch so passt von den Werten her. Das kann dabei helfen. Wenn ihr jetzt einen Fehler feststellt, dann ja, habt ihr natürlich den Anspruch auf eine richtige Rechnung und müsst die alte dann nicht bezahlen, dann müsst ihr euch dann mit dem Anbieter in Verbindung setzen. Ja, was ist jetzt, wenn aber alles seine Richtigkeit hat und ihr dennoch nicht bezahlen könnt? Auch dann ist es immer gut, mit den Beteiligten ja, zu sprechen, nicht einfach die Rechnung nicht zu bezahlen, dann häufen sich die Probleme nur noch mehr. Also kontaktiert euren Anbieter für Gas und fragt, ob ihr eine Ratenzahlung vereinbaren könnt. Diese sind verpflichtet, dieses auch zinslos zu machen. Also eventuell ist das eine Alternative, in der Hoffnung, dass die Gaspreise dann einmal wieder sinken. Wenn auch das jetzt nicht ausreicht, dann müsst ihr prüfen, ob ihr einen Anspruch habt auf Zuschüsse vom Staat. Das kann ein Mietzuschuss sein, das kann bei einer niedrigen Rente ein Zuschuss von Hartz IV sein oder auch bei einem geringen Einkommen. Da einfach mal fragen. Natürlich, wer gut verdient, der weiß, er braucht nicht fragen. Auch für Immobilienbesitzer gibt es einen sogenannten Lastenzuschuss, den man da beantragen kann. Das kann man alles einmal abklären. Ansonsten bleibt einem nur übrig, den Gasverbrauch natürlich so gut wie möglich zu reduzieren. Das habt ihr sicherlich alle schon gemacht. Wichtig, notiert euch auch regelmäßig Zählerstände, damit ihr das mal im Überblick habt, was ihr verbraucht. Und dann könnt ihr das Ganze auch mal so ein bisschen hochrechnen, was ihr so an Kosten aktuell verursacht und gegebenenfalls dann nachsteuern. Schwierige Situation. Eine Sache, die ihr noch machen könnt, die habe ich euch jetzt hier in diesem Video verlinkt. Da zeige ich euch, dass die Grundversorger, die günstigsten sind und eventuell lässt sich hier noch ein bisschen Geld sparen, wenn man eben zur Grundversorgung wechselt, denn nach einer Preiserhöhung habt ihr ein Sonderkündigungsrecht für 2 Wochen und davon solltet ihr dann Gebrauch machen. Mehr Informationen, wie gesagt, in diesem Video. Ich hoffe, das Video war informativ, auch wenn es vielleicht nicht viel hilft. Über einen Daumen nach oben freue ich mich. Macht's gut, euer MacPaverick.